Er möge es mir verzeihen. Aber in erster Linie wären wir natürlich auch Ralf Suquet hier zusehen. So, die Weiße geparkt. Einen guten Stoß wünschen wir uns. Good match. Und dann kommt der Lag. Einmal an die Bande. Und dann so nah wie möglich an die zweite Bande. Tja, und da muss der mehrfache Weltmeister auch beipflichten. Gut gemacht, Frank Ossmann. Also Gefühl hat er schon mal. Gleich also der Auftakt auch für den dreifachen 29 Open Gewinner, den sechsfachen Masters Sieger, den mehrfachen Mosconi Cup Sieger, US Open Sieger, dreifachen Weltmeister und hat im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten wirklich ein sensationelles Jahr wieder aufs Parkett gelegt. World Pool Masters gewonnen, World Cup of Pool gewonnen an der Seite von Thorsten Hohmann. Dann die Eurotour in Italien, die Eurotour in Frankreich, die Eurotour in Ungarn, den Mosconi Cup, die Philippinen Open. Da war er im Finale, glaube ich, auf den Philippinen. Und hier ist nichts reingefallen, soweit ich das sehe. Also von wegen, nimm die Folie, Eckball immer weg. Da wundert sich der Frank auch so ein wenig. Und meine Lieben, wir sind ja hier auch über Billard aktuell verbunden. Das bedeutet, meine Lieben, wenn mir jemand aushelfen kann, also ich bin wirklich so weit weg von dem Geschehen aktuell, ich kann euch wirklich nicht zu jedem Spieler alles erzählen. In diesem Fall hatten wir keine Gelegenheit, den Frank vorher kurz zu interviewen, sonst hole ich mir immer ein paar Informationen. Das muss nun so laufen. Wer ihn kennt, wer mir was zwitschern kann, der möge es unter Billard aktuell im Forum Pool Billard und dann findet ihr das Forum 29 Open und da können wir uns ein wenig per Forumseintrag unterhalten. Ich bin dankbar um jeden Hinweis. Und der Frank, der lässt hier tapfer angehen. Er sagt ja, Mensch, ich ziehe mir ja doch nicht freiwillig den Ralf Suquet und eier dann rum. Der geht gleich auf den Banker. Durchaus gut besucht hier die Bude. Im Übrigen gratuliere ich auf ja, dem Nachbartisch, nicht mehr besetzt jetzt. Dort hat Helmut Brexel also die zweite Runde erreicht mit einem Sieg gegen Yvonne Ullmann. Und ist also hier eine Runde weiter. Yvonne ausgeschieden, sie wird sicher noch ein wenig hierbleiben bei uns. Ja, die Hütte gut besucht, soweit. Einige Zuschauer, alle Spieler, die gerade nicht dran sind, scharen sich natürlich auch um die Tische auf den Tribünen und schauen hier zu, wie Ralf gegen Frank spielt. Frank gerade 2 Vorbanden aus dem Safe heraus. So, und das ist schon mal eine richtige Aufgabe. Es ist ja schon eine Sensation. Man muss wirklich sagen, der Ralf Suquet erzählt hier von seinem ersten Masters-Titel 1994. Ja, und 1994, richtig, das ist einfach 18 Jahre her. Also 17 Jahre später, letztes Jahr 2011, wieder ein Masters-Titel. Das ist schon einfach sensationell, ja.
So, schwere Aufgabe. So, wenn ihr es im Hintergrund gehört habt, die ersten Emotionen kriegen hier auch freien Lauf. Kleiner Wutschrei. Zu Bruch gegangen ist nichts. Das ist schon mal die gute Nachricht. Aber das ist nun mal die Grausamkeit. K.O.-System. So, schöner Einsteiger hier auf die 1. Das ist immer so nebenbei mal. Traumhafte Sonderanfertigung, sein Kö. Ja. Stefan versucht das schon die ganze Zeit zu bekommen. Also ich meine natürlich nur in die Kamera zu bekommen. Oh, da klettern die Leute hier über die Tribünen und so weiter. Also wenn es manchmal ein bisschen wackelt, dann verzeiht das bitte und lastet es nicht Poolstage an. Es ist hier wirklich eine wilde Verkabelung. Ist klar, wir müssen hier einige Meter überbrücken und die Kameras stehen an der Tribüne und wenn da die Leute teilweise über die Geländer steigen, was sie sowieso nicht tun sollten, dann wackelt es halt mal ein bisschen. Aber ich glaube, damit kann man leben, wenn man dann wieder solche wunderbaren Aufnahmen genießen kann. Nun, der Einzige, der Spielmaterial wie dieses nun wirklich aus seinem Alltag gewöhnt ist, ist dieser Mann hier, Ralf Souquet. Und was ich vorher angesetzt habe, ist wirklich sensationell. Also auch er wieder mit der Verlängerung hier. Seit 20 Jahren, wenn man mal in die sogenannte Geldrangliste sieht, darüber spricht man ja immer nicht gerne, aber das ist nun mal gerade bei den Amerikanern der Parameter, wie viel haben die Jungs so angeschafft innerhalb von einem Jahr. Und da tauchen sehr, sehr viele Namen auf, aber eben seit mindestens 15, 16, 17 Jahren ist einer immer unter den Top 10. Das ist Ralf Souquet. Und damit will ich nicht sagen, wie unglaublich reich dieser Mann ist. Denn wenn man sieht, wie viel er leistet, dann ist das natürlich alles andere als überbezahlt. Vergleicht man mal dazu die Golfspieler, Tennisspieler und so weiter. Da, glaube ich, wissen wir alle Bescheid. Aber mit welcher stoischen Ernsthaftigkeit er hier jeden Tag seines Lebens eigentlich an seinem Job ausrichtet, das ist schon eine Sensation. Nur so geht's. Wenn wir uns da mal alle ein Vorbild nehmen, egal was ihr zu Hause oder ich beruflich auch, was wir machen, da gibt es immer mal einen Tag, wo du sagst, oh, heute hänge ich rum und heute bin ich nicht so ganz in Form. Machst du das als Billardprofi, bist du halt mal eben umsonst nach Malaysia, Taiwan, China, Amerika oder wo auch immer hingereist. Und dann wirst du auch ganz bald wieder von der Bildfläche verschwinden. Das ist das große, große Wunder um Ralf Souquet. Und allein, wenn man heute Nachmittag hier gesehen hat, auch diese Bilder wird es ja auf dem YouTube-Channel von Poolstage auch geben. Challenge the Champion heißt unser nettes Spielchen, wo jeder, der hier mitspielt, ein Spiel gegen Ralf Souquet machen kann. Und seit Jahren spielen wir das. Wer Ralf schlägt, ein Rack, bekommt ein T-Shirt, I Shot the Legend. Wir hatten es vorhin bei Pedro Waldburger. Und diese T-Shirts, wir haben irgendwann mal 50 Stück oder so machen lassen. Da haben wir bereits seit 3 Jahren, haben wir die oder 4 Jahren im Einsatz. Und es ist tatsächlich so, wir haben gerade mal 5 oder 6 vergeben. Bei allem Spaß, bei allem Jux, den auch ich durchs Kommentieren reinbekomme und auch mal offen und flapsig die Leute anquatsche, er nimmt das ernst, er verschenkt keine Partie zum Spaß, er ist einfach durch und durch Profi. Respekt. Bösen Tusch hier bekommen, die weiße Kugel. Er hat ja nochmal korrigiert. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied. Unser Eins sagt, unglaublich, da fällt nichts, obwohl ich mit der Folie breche.
Ralf weiß genau, auf was er zu achten hat, damit eben auch wieder was fällt. Und jetzt genießt einfach, seht diesen Blick. Versucht, die Gedanken zu teilen. Natürlich hat der Ralf auch versprochen, einige Zeit als Co-Kommentator zu fungieren, beziehungsweise als Star-Co-Kommentator. Darauf freue ich mich, darauf freut ihr euch zu Hause sicher auch. Und darauf freut sich Frank Ossmann. Der erste Fehler von Ralf. Und schon ist er wieder am Tisch. So wahnsinnig viele Chancen lassen sich ja normalerweise nicht zählen. Ui. Das kann man natürlich viel zuschreiben. Ein bisschen Nervosität. Du spielst gegen den größten Profi aller Zeiten, wie er betitelt wird. Du spielst an einem TV-Table. Du weißt, es gibt Live-Zuschauer. Also wir haben jetzt nicht... Wir machen jetzt aktuell nicht unmittelbar den Olympischen Spielen Konkurrenz, aber ein paar Leute schauen dann doch zu. Olympische Spiele ja auch so ein Thema, da habe ich vorhin mit dem Ralf noch mal ein bisschen gesprochen. Großer Sportfan, großer Borussia-Fan, Mönchengladbach. War unlängst bei dem Testspiel gegen die Löwen, wie ich meine. Also großer Borussia-Fan und großer Sportsfan insgesamt. Schaut also gerne Olympische Spiele. Er hat gerade so ein paar Wochen zu Hause, was es sehr, sehr selten gibt bei ihm. Das muss man ganz klar sagen. Zu Hause heißt hier zwischen München und Ingolstadt in Manching. Und bleibt hier bis dann in Brandenburg die Eurotour Stopp machen wird. Tja, und für Poolstage auch eine Premiere, soweit ich weiß, denn die Jungs hatten sie wirklich alle, die deutschen Spieler der Bundesliga beispielsweise, aber der Ralf hat euch noch gefehlt, glaube ich. Also auch da Premiere, Ralf ist okay. Live in bunten Bildern, dank Poolstage auf live.billardexpress.de. Tja, das schaut alles so leicht aus bei Ralf Soquet. Lupo macht sich im Hintergrund als Tafelboy bemerkbar, hat gemeint, er wird auch als Nummerngirl einmal hier um den Tisch laufen. Also das ist so die Atmosphäre, das muss man einfach sagen, da sind wir auch stolz drauf, darum sage ich das sicher auch noch 800 Mal heute Nacht. Das ist einfach so ein bisschen easygoing, nicht alles purer, biederer Ernst. Und hier nochmal, der jubelnde Ralf, so sehen wir ihn am liebsten. Er strahlt von dem Turnierplakat übrigens nicht nur, weil er unser Stargast ist, sondern auch, weil er das letzte Turnier gewonnen hat. Ich habe mir das ja irgendwann mal ausgedacht. Wer das Turnier gewinnt, kommt aufs nächste Turnierplakat. Und da können wir sicher im Laufe des Abends nochmal die Ahnen- und Champions-Galerie abfilmen. Denn ja, da sehen wir Ralf, Roman, Harry Stolker und nochmal den Ralf. Ralf Soquet am Break. Jetzt schauen wir hier mal. Break. Wir schauen auf den Wingball. Der ist schnurstracks reingefallen. Das war die 5 in dem Moment. Dann haben wir die weiße Mitte-Tisch. Und dann haben wir das Gegenteil von einem Softbreak. 3 Kugeln gefallen hier. Weiße Mittelpunkt. Das ist dann einfach diese Perfektion, von der wir immer wieder sprechen.
Weil wir die Olympischen Spiele ansprechen. Natürlich habe ich mit dem Ralf vorhin drüber gesprochen und habe gesagt, Mensch, es ist einfach irgendwie schon schade, wenn man so sieht, wie viele Menschen auf dieser Welt Billard spielen und wie wenige doch, wie hieß das Reiten neulich? Orientierungslauf für Pferde, irgend sowas. Nein, also ich will ja gar nichts schlecht reden. All diese Sportarten sind toll und müssen ernsthaft betrieben werden und ich bin natürlich froh, dass wir da zwei Goldene geholt haben. Aber irgendwie Hoffnungsreiten hinten rückwärts ist jetzt, glaube ich, nicht so populär wie Billard. Und das meine ich durchaus nicht aus deutscher Sicht, sondern weltweit. Aber da haben wir momentan einfach schlechte Karten, schlechte Lobby und ja, aus deutscher Verbandssicht natürlich momentan ohnehin großer Umbruch, Fragezeichen. Das werden wir sehen. Tja, Olympische Spiele mit Billard, das wäre natürlich schon eine Geschichte. Vor allen Dingen jetzt noch, da wir die ganz großen Namen ja alle noch aktiv haben. Ralf Suquet, Thomas Engert, Oliver Ortmann, Thorsten Hohmann und welcome back, hier die Ahnengalerie. Das waren so die ersten zwei Jahre. Welcome back, Ralf Eckert, gerade bei der inoffiziellen 14-1-Weltmeisterschaft ins Halbfinale gekommen, im Halbfinale jetzt unterlegen leider, aber das ist natürlich schon nochmal hammermäßig. So, hier mein Lieblingsplakat, Roman Hübler. Ja. Dann, nachdem nur die beiden gewonnen haben, Who Can Beat These Guys? Zweimal Suquet, zweimal Hübler. Dann kommt er hier, Kollege Stolker. Und das aktuelle Plakat ist dann das nächste, das kennen wir alle, immer wieder eingeblendet. Die 29 Open. So, und was hat der Suquet da gerade gemacht? Der hat eine Zauberweiße aus der Hosentasche gezaubert. Nein. Er nimmt, wie viele andere auch, die Weiße in die Hosentasche, um sie einfach nochmal sauber zu reinigen. Nagelneuer Satz. Kugeln übrigens war das heute schon ein schöner Moment für mich. Habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, selbst die Kugeln auszupacken. Herrlich. Röstfrisch, die waren noch warm. Tja, und 3-0, schon langsam überlegt Frank Osman und sagt sich, was habe ich nur angestellt? Warum habe ich denn hier, bitte mich gegen Ralf Suquet gesetzt? Nein, vielleicht genießt das sogar. Links übrigens, ohne dass wir rüberschalten müssen, aber links hatten wir es gerade gesehen, Patrick Einzle. Er ist ein renommierter Snookerspieler. Das sieht man allein schon, wie er da steht, wie er das Kö schwingt, wie er die Bockhand auflegt. Und er spielt gegen meinen langjährigen Mannschaftskollegen und wirklich guten Freund, im Hintergrund zu sehen, Klaus Hartmann. Und das ist ein eigentlich sehr, sehr wichtiger, was heißt eigentlich, definitiv sehr, sehr wichtiger Kollege hier, wenn wir über 20 Jahre PBC sprechen, denn in dem Dachgeschoss seines Hauses oder des Elternhauses wurde dieser Verein vor genau 20 Jahren gegründet. Also da waren es 7 tapfere Billard-Spätzl, die auf einem Kiesewetter 9-Fuß-Tisch, sehr, sehr edel damals, diesen Verein gegründet haben. Und er ist seit 20 Jahren Kassier und er ist seit 20 Jahren Spieler der ersten Mannschaft. Also wenn Zuverlässigkeit ein Bild braucht für den Brockhaus, dann kommt das Bild für Klaus Hartmann in Frage dafür. Tja, Zuverlässigkeit, das ist natürlich immer eine gelungene Umleitung oder Überleitung zu Ralf Suquet.
Ich muss schon ganz ehrlich mal sagen, wenn du mal bei so einer WM bist und dann siehst du, du unterhältst dich mit dem Ralf, du kennst ihn und so weiter, bist natürlich ganz stolz hier, einen der Top-Acts und so. Und dann gehst du abends so in so im Player Hotel an die Bar und da sind ein paar Fans und ein paar andere Spieler und dann begrüßt ihn so die Billardwelt mit der Kaiser und Applaus in so einer Hotelbar, weil einfach Ralf reinkommt und guten Abend sagt. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man das mitbekommt, weil da bekommt einfach ein Spieler diese Anerkennung, die er verdient hat. Und wir sind doch alle Sportfans, sind doch irgendwo Patrioten. Und wenn das dann ein deutscher Spieler ist, dann ist das doch einfach was wir sehr, sehr genießen. Darum genießen wir es, dass wir jetzt auch Billardfernsehen haben. Und momentan sagt man, es ist ja nur Internet, aber die Qualität spricht für sich und Hybrid-TV, HBB, Smart-TV. Der Weg ist offen, dass wir künftig alle auch ganz gemütlich an unseren Fernsehgeräten Livestreams sehen und dann ist einfach Billardfernsehen tatsächlich angekommen in den Wohnzimmern. Und das ist also meine ganz große Hoffnung. Daher sage ich auch, unterstützt bitte gerne alle Menschen wie David, Stefan und Michael von Poolstage, die sowas möglich machen. Unterstützt sie nicht zuletzt auch mit einer kleinen Donation, gerne auch unter dem Livestream über PayPal, soweit ich das weiß, kann man hier auch sagen, ist mir ein paar Dollar wert. Denn das sind im Zweifel die Jungs, die in wenigen Jahren uns diese Bilder live auch ins Wohnzimmer schicken. Hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel Blödsinn erzähle, um auch dann noch mitspielen zu dürfen, wenn es soweit ist. Ich kriege gerade die Aufklärung, dass Military-Reiten gemeint ist. Nee, das meinte ich eigentlich gar nicht. Military war es nicht. Vielseitigkeitsreiten, sage ich gerade. Ja, der David hat unerkannte Winkel. Der kennt sogar Vielseitigkeitsreiten. Ich würde es nie zugeben, selbst wenn ich es wüsste. Ja, und da wird natürlich aufgeklärt, Reiten ist in Deutschland ein Millionenmarkt im Gegensatz zu Billard. Ja, aber das auch nur, weil die Pferde teurer sind als Kös. Aber ist auch ganz egal. Also natürlich, lieber List, du hast natürlich recht. Wir könnten eins tun und zwar Billardkös einfach auch für Millionen verkaufen, dann wären wir auch ähnlich teuer. Nein, also das ist ja gar nichts gegen das Reiten, um Gottes Willen. Da habe ich mir irgendwie ein blödes Beispiel rausgesucht. Aber es gibt schon genug Sportarten, die mehr Randsportart bedeuten und zwar auch weltweit, nicht nur in Deutschland wie Billard. Aber diese Diskussion brauchen wir, glaube ich, nicht mehr aufmachen. Ja, wie viele Menschen kennt ihr persönlich, die Tontauben schießen? Und jetzt kommen ja nicht und sagt mir, ja, der Schützenverband ist aber der zweitgrößte der Welt. Das stimmt auch. Aber dann bin ich halt beim Bogenschießen und ansonsten fallen mir auch noch andere Dinge ein. Ja. Turmspringen vom Fünfer, das geht bei uns nur alle 4 Stunden im Freibad, weil der Fünfer sonst zu ist. Also okay. Wir haben heute nicht geschlossen, wir haben heute geöffnet die ganze Nacht. 4:0. Für Ralf Suké. Ich bekomme hier gerade Getränke-Nachschub. Vielen Dank an das ganze Team vom 29. Bitte ausrichten, ja. Die sind wahnsinnig fleißig, denn das geht wirklich die ganze Nacht, ja. Also ich möchte ja aus musikrechtlichen Gründen nicht auf das Hintergrundlied hinweisen, aber wir feiern die ganze Nacht, das ist schon was dran. Und nicht nur wir, sondern natürlich auch das ganze Team. Sie tragen uns hier in die letzten versteckten Winkel des Lokals die Getränke. Das alles macht Andy Müller möglich. Der Chef des 29 hat gerade so ein bisschen dran gebaut. Wir haben 4 weitere Tische, konnten damit verschmerzen, dass wir 2 Tische aus dem Geschehen nehmen und dort die Tribüne aufbauen. Klaus hier. Oh. Kein Problem. Kurz falsch geklickt, bedeutet ein Blick auf meinen Freund Klaus. Aber wie es hier aussieht, haben wir noch Gelegenheit,
am Nachbartisch zuzusehen. Denn das schaut hier nach einer schnellen Kiste aus. 4-0. Der Meister am Werk. Das war nicht wie geplant. Aber das Schöne ist ja, und das kann man ja auch wunderbar live, könnt ihr natürlich nicht zurückspulen, aber wir haben natürlich das alles auch anschließend gespeichert und insofern für die Ewigkeit aufgehoben auf dem YouTube-Channel von Poolstage. Dorthin verlinkt sich ja auch von 29.net. oder pbc-freising.de und. Das alles wird man finden. Der Frank, der wartet immer noch, glaube ich, drauf, dass er einen zweiten Ball versenkt. Aber er nimmt es ganz cool. Und hier also wird man auch immer mal wieder nachschauen können in dem Poolstage-Archiv und wird dort sehen, dass wir, ja, dass man doch sehr dazulernen kann, auch wenn man Billard nur zusieht. Also man kann sich ja sehr wieder ins Spiel denken. Das klingt jetzt total blöd, aber das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, dass du, wenn du Trainingsdefizit zum Beispiel hast oder du hast gerade wenig Zeit und es rückt ein Turnier aber näher, dass du allein, indem du dich mit dem Thema beschäftigst, wieder einen Trainingseffekt erzielst. Das bedeutet, auch Billard schauen macht einen besser und das ist ja die beste Werbung, die man für Poolstage und Co. überhaupt nur machen kann. So, da verkürzt auch der Champion seinen Arbeitsweg, indem er hier auf die Kombination einstellt. Die er aber auslässt. Genau. So, was ich also damit meinte ist, schaut euch so Partien an, haltet inne. Man kann ja auch mal die Pause-Taste dann drücken, wenn es eben nicht live ist. Und dann einfach mal überlegen, was würde ich jetzt tun? Wie würde ich es tun? Was macht der Meister? Wie macht er es? Ach, jetzt hätte ich ihm aber dann schon mal eine Kugel gewünscht. Nimmt schon mit Humor, der Frank. Aber ich meine, niemand verschießt gerne. Also er lacht da zwar selber drüber und zuckt mit der Schulter, aber das kann natürlich nicht Spaß machen, also selbst gegen ihn hier nicht. Und das Schöne ist natürlich, wenn man dann Bestätigung findet, wenn man sagt, der Champion hat das genau so gespielt, wie ich es auch machen würde. Es ist nicht entscheidend, ob wir genauso sicher es könnten wie er, aber es heißt nun mal, Learning by Watching. Diese sogenannte Videoanalyse, durchaus ein gutes Mittel. Übrigens auch, und dazu muss man nicht gleich Poolstage buchen, aber auch mal bei einer eigenen Trainingssession, mal mit Handy oder kleiner Kamera oder Digicam oder was auch immer, mal ein paar Racks aufnehmen aus ähnlicher Position wie hier und sich dann einfach nochmal anschauen, was mache ich denn eigentlich immer falsch? Und ihr werdet sehen, dass ihr immer bei kniffligen Bällen den Kopf ein wenig bewegt, bevor ihr den Ball trefft und der Kopf so ein bisschen nach oben geht, gerade bei unsicheren Bällen. Das zum Beispiel könnte sein und das ist dann schon eine gute Erkenntnis, wenn man sowas eben einfach analysiert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Ralf Suquet sich selbst schon zugesehen hat in irgendwelchen Videoanalysen. Mittlerweile kann das die ganze Welt. Es gibt ja einige DVDs auch, wo Ralf versucht, die Welt zu verbessern in Sachen
Billard. Der Frank Ostmann denkt sich zeitgleich, eigentlich gibt es ihm ja viel zu verbessern. 5-0. Und ich weiß nicht, ob er sich gerade denkt, ach, würde der Satz doch bis 11 gehen? Oder ob er sich vielleicht denkt, ach, wär nur schon Schluss bei 5-0. Nach dieser Partie werde ich mir dann einmal wieder das Bracket ein wenig aus der Nähe ansehen. Wir werden mal schauen, was wir hier noch an nächsten Partien auf uns zukommen sehen. An dieser Stelle, weil ich das Plakat gerade sehe, ein herzlicher Dank an die Freisinger Bank, einer unserer treuen Sponsoren. Gar nicht jetzt mit üppigen Beträgen rund um dieses Turnier, sondern einfach mit konstant immer wieder einer Bereitwilligkeit, uns hier und da unter die Arme zu greifen. Im Hintergrund sehen wir jetzt nochmal meinen Kumpel Klaus. Er übrigens in toller Position bei dieser Bank. Auch da sind es kurze Wege. Das ist natürlich super. So, 2-1. Klaus kämpft sich ran. Da schaut es an Tisch 1 ein bisschen anders aus. Wieder die weiße zentrale Position. Wieder der Eckball weg. Wieder die 1 weg. Und wieder die Folie weg. Ich habe noch mal reingeschaut in das private Tagebuch von Ralf Souquet, die letzten Monate. Unlängst ja 3. Platz bei der 9-Ball-Weltmeisterschaft. Diesen Titel hat er ja auch schon gewonnen, 2-mal, wie ich meine. Aber ja, dann war im Halbfinale Schluss. Darren Appleton, der Brite, ist ja dann Weltmeister geworden. 2012 ist noch nicht so das Brecherjahr, das hat er selber gesagt. Ich meine, 3. Platz bei einer WM lässt sich schon auch ertragen. Dann hat er ja die Derby City Classics, die Straight Pool Challenge dort gewonnen. Und ja, dann natürlich Ende des Jahres 2011 Mosconi Cup. Und wenn man dann so ein bisschen weiterliest, in Sarajevo 2., auf den Philippinen bei den Philippine Open 2., 3-Euro-Tour-Titel, aber dann vor allen Dingen eben diese 3 Matchroom Majors, Pool Masters, World Cup of Pool und den Mosconi Cup, das sind natürlich schon Leistungen. Die Pro Player Championship mal eben gewonnen, auch dotiert mit $20.000. Also, das ist schon vom Allerfeinsten. Große Anerkennung für diese Konstanz und für diese unglaubliche Professionalität erntet Ralf übrigens weltweit. Er ist einfach ein richtiges Idol. Für sehr, sehr viele. Tja, 6-0. Im Tennis wäre jetzt der erste Satz rum. Hier ist es eigentlich schon fast das ganze Match. Also so ein bisschen fies ist das jetzt schon. Schließlich war Frank der, ich erinnere daran nochmal, der gesagt hat, ach komm Freunde, ich nehme gleich den Souquet sozusagen zum Frühstück als ersten Gang. Jetzt wäre er selber ziemlich vernascht.
Und ich bin mal mutig in meiner Weissagekraft und prognostiziere, hoch gewinnt Frank Osman diesen Satz nicht mehr. Es ist immer noch die Frage, hat er jetzt schon eine Kugel eigentlich versenkt? Ich glaube, im ersten Rack eine. Sensationell, wieder die weiße Mitte Tisch. Hier kriegt sie noch zwei Schubser, was in diesem Fall gar nicht stört. Eckball weg, die Eins diesmal nicht. Das ist übrigens auch was, wenn wir gerade über Videoanalyse und so weiter sprechen. Das kann ich nur berichten, habe ja einige Zeit sehr intensiv Tennis gespielt. Und wenn man da mal sieht, Tennis, Golf, Billard, alle drei Sportarten haben eins gemeinsam. Es gibt einen Schlag, den der Gegner nicht beeinflusst, beziehungsweise die Umstände nicht beeinflussen. Das ist der Anstoß, der Abschlag oder der Aufschlag im Tennis. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich vergleiche, wie viel Zeit ein Golfspieler und wie viel Zeit die Tennisspieler in dieses Training stecken und wie wenig Zeit der durchschnittliche Billardspieler investiert, um einfach mal das Break zu beherrschen, im Sinne von wirklich wissen, was passiert, dann muss ich sagen, da glaube ich, gibt es Nachholbedarf. Ich weiß nicht, ob ich da nur von mir spreche oder ob sich da doch der eine oder andere auch angesprochen fühlt. Ich glaube, ja. Und auch da kann so eine Videoanalyse unglaublich hilfreich sein, wenn man einfach mal sagt, kleine Kamera, das kann hier das iPhone sein oder was weiß ich, was für eine Marke. Oh. 0 Uhr. Ja, da muss ich jetzt ganz kurz unterbrechen, denn wir haben es im Hintergrund, glaube ich, gehört. Robert Hirschbichler feiert heute Geburtstag. Ich verrate das Alter nicht, aber nur aus dem Grund, dass ich es wirklich nicht weiß. Aber, ja, Tobi Heuss ist eigentlich der besser geeignete Mann fürs Mikrofon. Der souffliert mich hier schon wieder. Danke, Tobi. 45 wird er, der gute Robert. Und wir gratulieren natürlich von Herzen. Schön, dass er dabei ist. Auch ein sensationeller Spieler, wenn wir hier über Stoßablauf, Body Language, lese ich hier im Billard aktuell sprechen. Da ist natürlich das Thema Hirschbichler ein ganz besonderes. Sein Vorschwingen ist wahrlich legendär, wenn er mal so richtig Gas gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber kehren wir zurück von einem der großen Namen zu dem allergrößten, zu Ralf Souquet und seinem Schlussakkord in seinem ersten Match, 29 Open 2012. Danke, Frank Osman. Du hattest Mut, aber nicht die besten Karten. Sagen wir es mal so. So, wir könnten die Zeit nutzen. Ich schwirre wieder ein wenig durch den Laden, schnapp Geschichten auf und wir schauen vielleicht auf dem Nachbartisch einfach ein wenig zu. Schön, wenn wir Patrick Einzle und Klaus Hartmann auch ein wenig On-Air-Zeit gönnen. Und da kommt gleich die nächste Superpartie.